Aber wir brauchen gar nicht so viel Holz, aber who cares? Man kann nie genug Holz kriegen. Nie genug. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Oh, oh, da ist noch eins. Komm, ja. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, dass wir den Boden des Kellers so mit dunklem Holz verkleiden. Hat das so ein bisschen so einen adeligen Touch, so einen Royal Touch. Hohoho. Dann haben wir einen royalen Keller. Und je tiefer es reingeht, also je tiefer es nach unten in den Keller geht, je mehr Etagen man hinabsteigt, desto, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch so einen Keller machen, wo jede Etage so eine Special-Etage ist. Praktisch so, als wenn so ein Hotelzimmer wo jedes Hotelzimmer ein anderes Motto vertritt. Könnte man sich überlegen. So. Gut. Also Holzverkleidung. Dann muss der Boden auf jeden Fall aus Holz sein. Dann heben wir den Boden also zuerst aus. So. So, so, so. So, so, so. Ach ja, mir fällt ja sogar noch ein Thema ein. Und zwar gibt es noch ein einziges Thema, was ich mir aufgeschrieben hatte, worüber ich in einer Minecraft-Aufnahme reden wollte. Und zwar über diese typische Stereotypisierung von Gamern. Also, ich will jetzt nicht nochmal auf Sachen wie RTL2-Beitrag, Gamer stinken, gehen nicht duschen und sowas eingehen, sondern auch vielmehr so auch in Richtung weibliche Gamer gehen. Und zwar, ist es ja immer so, dass, so traurig das eigentlich auch ist, man immer noch der festen Überzeugung ist, dass, also es, zumindest gibt es noch sehr viele Menschen, die so denken, dass Games und Zocken und sowas alles nur für Männer geeignet sind. Und wenn man eben auch zu den Leuten zählt, die sich damit beschäftigen, als Hobby gern mal eine Runde Battlefield zocken oder sonstige Späßchen treiben, dann wird man automatisch auch gleich als ein Kerl, ja, bezeichnet, weil man eben Dinge tut, die nur ein Kerl tut. Und da spreche ich traurigerweise auch aus Erfahrung. Und ich finde das eigentlich ziemlich traurig, dass es immer noch, also, aber das ist eigentlich in jeder Thematik so, dass es immer Leute gibt, die noch so fest konservativ sind und immer noch so die alten Idealvorstellungen haben, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und die sich auch noch nicht daran gewöhnt haben, dass es PCs gibt und Computerspiele und immer noch der festen Überzeugung sind, dass alles, was neu ist, gefährlich ist und verteufelt wird bis zum geht nicht mehr und immer als Sündenbock dasteht, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Siehe, Junge läuft Amok, er hat Counter-Strike gespielt, also ist CSGO der böse Feind. Aber man schafft es auch ziemlich wir bis gar nicht diese Person dann auch davon zu überzeugen, dass es keinen Grund gibt, diese Dinge zu verteufeln, weil sie einfach in diesem festen Glauben sind und einfach ja stur sind, um sich von diesem Glauben loszureißen. Warte, dann müssten wir dann hier noch so einen Kamin machen. Und dann müsste hier noch so ein roter Teppich sein. Oder wir machen halt hier erst wirklich so eine Art Vorratskammer, so nach dem Motto, ach, hier gibt es nur Vorrat. Hier gibt es nichts anderes. Und wir könnten, vielleicht könnten wir es auch so machen, dass wir dann die nächste Etage hier beginnen oder so. Und das dann immer so im
hin und her machen. Also müsst ihr auch sagen, was ihr davon haltet. Sollen die Leitern einfach komplett nach unten führen und es soll immer mehr Etagen geben? Oder soll es immer so einen Wechsel geben? So, solange werde ich mich denn erstmal darum kümmern, dass es hier ein bisschen schöner aussieht. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also, aber dadurch, dass ja, Games immer noch so als Sachen für Männer gehandhabt werden, ist es eigentlich als Gamerin irgendwie ziemlich witzig. Also ich habe jetzt schon ziemlich oft Erfahrungen gesammelt, auch erst in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, wie da, Moment mal. Auch erst in diesem Jahr. Dass Leute ganz verwundert waren, als sie plötzlich ein Mädchen gehört haben, also meine Stimme gehört haben. Und die dann irgendwie gesagt hat, ja, dann lasst uns mal Battlefield zocken. Also ich finde es, man merkt es, also auch, obwohl man weiß, dass es überall auf der Welt noch weitere weibliche Gamer gibt und so, merkt man trotzdem, dass man nicht so schnell auf Leute trifft, die ebenfalls weiblich sind und zocken. Also in meinem Freundeskreis kenne ich halt ein paar Leute, die so Casual Gamer sind, also nicht im Sinne von Casual Games spielen, sondern ab und zu mal gelegentlich ein bisschen was zocken. Aber die halt nicht so jedes Wochenende oder so oder jeden Freitag, keine Ahnung, Bock haben. Und ich kenne auch eher Leute, die dann auch mehr Sachen wie Minecraft zocken oder halt Sachen, wo sie keinen speziellen, also wo sie keinen PC brauchen oder keinen Laptop, der besondere Systemanforderungen erfüllen muss. Ich war doof, dass ich hier einfach so rausgeklettert bin. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn man dann so hört, oh mein Gott, hier ist ein Mädchen, dann, ich weiß nicht, irgendwie klingt das schon ziemlich cool. Also ich muss zugeben, man fühlt sich irgendwie zu was Besonderem, wenn man halt als Einzige unter Jungs da ist und mit den Jungs zeigt, irgendwie fühlt man sich da schon, als wäre man etwas wirklich Besonderes. Und deswegen finde ich, wird das dadurch dann auch so ein bisschen, ja, fair, Dingsbumst, verschönert, beschönigt, genau, dass es so wenig weibliche Gamer gibt, einfach weil es immer noch so was Besonderes ist und deswegen fühlen sich die weiblichen Gamer auch immer noch so besonders. Also, oh, geh weg, Creeper, geh weg, niemand will dich haben. Doom Creeper, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, genau du. Was machst du hier? Was machst du hier? Genau, geh weg. Geh doch. Er hört sogar auf mich. Ja, ich muss schon zugeben, man fühlt sich schon, als wäre man etwas Besonderes. Aber trotzdem ist er halt immer noch wirklich die Person, die dann sagen, du zockst Games und so, bist du ein Junge? Bist du mit dem falschen Geschlecht zur Welt gekommen? Das ist dann wieder so eine Sache, wo man sich so denkt, naja, nee, das bin ich nicht, keine Sorge. Na, wo bist du? Wo bist du? Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wo du bist. Es ist auch schon wieder dunkel, ne? Junge, 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 okay. Wie machen wir das? Das können wir auch noch rausnehmen. Da können wir hier auch noch Dings machen. Also ich würde vorschlagen, dass wir hier echt erstmal so eine Vorratskammer machen. Ich glaube, ich hätte mir das sogar ersparen können mit dem Dingens. Mit dem Stone. Autsch, das war mein Fuß, falls man es knacken gehört hat. Wie machen wir das denn? Es muss ja schön aussehen. Sonst machen wir vielleicht... Moment.
Hier kann eine Truhe hin, dann machen wir das so. Und hier so. 1, 2, zack. 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 Und 1, 2, zack. Mich würde ehrlich gesagt auch so interessieren, was ihr so, also ich sage jetzt mit Absicht ihr, weil ich laut den Stats hier mehr männliche Zuschauer habe als weibliche, wie ihr es denn überhaupt findet, dass sich praktisch die Frauen und die Mädchen in euer Hobby, ja, in euer Hobby eingedrungen sind. Also was haltet ihr davon? Also wie nehmt ihr so etwas wahr? Findet ihr es gut? Habt ihr vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass dann vielleicht wirklich so eine Art, ja, so ein Mix aus Gamer und It-Girl vor euch stand oder mit euch gezockt hat, wo ihr jetzt dachtet, ne, bitte hör auf mit dem Zocken, das ist nichts für dich. Das würde mich auch interessieren. Ich meine, es gibt doch bestimmt, also ich kann mir gut vorstellen, dass es Jungs gibt, die sagen, oh nee, bloß keine Mädchen. Weil sie dann wiederum auch so denken, ja, ich zocke, damit ich unter Männern sein kann. Und wenn jetzt, damit ich eben, damit ich eben auch von den Frauen ein bisschen loswerden kann. Und dann hat man plötzlich jemanden im TS, der da herumpiepst. Und dann freut man sich vielleicht nicht mehr so darüber, wenn man das nächste Mal zocken möchte. Also sagt es mal, wie empfindet ihr so etwas? Was haltet ihr davon? So, jetzt. Und zack. Na, 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 na. So. Tuck, tuck, tuck. Tucke, tucke. Was? Nix, nix, nix. Moment, Moment. Oh, schade, dass man hier nicht so ein. Moment, vielleicht. Obwohl, ich glaube, das sieht hässlich. Nee, das geht gar nicht. Da. Obwohl, Moment mal, wenn ich das so lasse, dann kann ich ja. Kann ich das ja hier so weit nach unten bauen lassen. Und dann ersetze ich die Erde hier noch mit Stein. Fledermaus, Batman ist da. Okay, jetzt darf bloß nichts herkommen. Obwohl, die passen hier auch gar nicht rein. Hihi, hihi. Es sei denn, es kommt ein Küber, dann bin ich am Arsch. Okay, schnell zu machen, schnell zu machen. So. So, ach so, und hier noch zu machen. Oh, verdammt. Hallo? Also theoretisch könnte auch von da oben, zum weil ich ja nicht zugemacht habe, könnte jemand vom ersten Geschoss nach unten ins Erdgeschoss und dann in den Keller kommen. So, dann bauen wir mal ein paar Kistchen. Dazu nehmen wir das ganz normale Common Eichenholz. Moment mal, ich mach's so. Wenn ich auch so darüber nachdenke, finde ich es auch eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht mit vielen bis gar kein Mädchen zocke. Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Vielleicht, weil wenn es dann irgendwie zwei oder drei Mädchen sind, mit denen man plötzlich mit noch ein paar anderen Jungs dazu zockt, man auf einmal nicht mehr so besonders ist. Wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, da müsste ich. Moment, da müsste ich erstmal. Verdammt, Moment mal, wenn ich den da hinbaue, kann ich den nicht öffnen, ne? Nee. Ach, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh, ich glaube, es ist wieder Tag. Aber wenn ich so mache, dann. Ups, dann sieht man. Doch, man sieht es aber. Ja, vielleicht kann man das als so eine Art Durchlüftung oder sowas sehen. So.
Und dann werde ich hier halt immer noch so eine Schilder anbringen, wo dann steht, wo was drin ist. So, so, so.